Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Gnadennovene für die armen Seelen, vierter Tag. Schon jetzt müsste es uns schmerzen, Gott die ewige Liebe so oft beleidigt zu haben. Die Seelen im Fegfeuer aber erkennen auf weit vollkommenere Weise, wie unendlich gut Gott ist. Und lieben ihn mit all ihren Kräften. Daher empfinden sie beim Gedanken, ihn den großen Gott beleidigt zu haben, einen unbeschreiblichen Schmerz, welcher jeden anderen Schmerz übersteigt. Allmächtiger, ewiger Gott, ich liebe dich über alles, weil du die unendliche Güte bist und bereue von ganzem Herzen dich beleidigt zu haben. Ich nehme mir fest vor, nicht mehr zu sündigen. Lass mich ab nun beharrlich sein. Erbarme dich meiner und erbarme dich auch der armen Seelen, die im Fegefeuer leiden. O Maria, Mutter Gottes, Mittlerin aller Gnaden, Mutter des ewigen Heiles, komm den armen Seelen mit deiner mächtigen Fürsprache zu Hilfe. Durch deine mächtige Fürbitte möge sie Christus, dein vielgeliebter Sohn, unser Herr und Gott, teilnehmen lassen an seiner Herrlichkeit und Seligkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. O Herr, gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen. Der heimgegangenen Seelen dein, die deinem Herzen teuer, erbarm dich, lindere ihre Pein. O Jesus, lösch ihr Feuer. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Neuntägige Andacht zu Ehren des heiligen Judas Thaddäus. Erster Tag. Vorbereitungsgebet. O heiliger Judas Thaddäus, du Apostel und Blutsverwandter Jesu, Marie und Josefs, ich grüße dich durch das heiligste Herz Jesu. Durch dieses Herz lobe und danke ich Gott für alle Gnaden, so er dir erteilt hat. Durch dieses Herz bitte ich dich demütig und fußfällig, blicke mitleidsvoll auf mich herab, verschmähe mein armes Gebet nicht und lass mein Vertrauen nicht zu Schanden werden. Dir hat Gott die Gnade verliehen, den Notleidenden in den hoffnungslosesten Anliegen, durch deine mächtige Fürbitte zur Hilfe zu kommen.
O komme mir zu Hilfe, damit ich die Erbarmungen Gottes preisen kann. Mein Leben lang will ich dir dankbar sein und dein eifriger Verehrer bleiben, bis ich dir im Himmel danken kann. Amen. Litanei zum heiligen Judas Thaddäus. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christe, erbarme dich unser. Christe, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christe, höre uns. Christe, höre uns. Christe, erhöre uns. Christe, erhöre uns. Gott Vater im Himmel, erbarme dich unser. Gott Heiliger Geist, erbarme dich unser. Heiligste Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme dich unser. Heilige Maria, bitte für uns. Heilige Gottesgebärerin, bitte für uns. Heilige Jungfrau aller Jungfrauen, bitte für uns. Du Königin aller Heiligen, bitte für uns. Heiliger Judas Thaddäus, bitte für uns. Du wahrer Blutsverwandter Jesu, Maria und Josefs, bitte für uns. Du glorwürdiger Apostel, bitte für uns. Du standhafter Apostel, bitte für uns. Du glorreicher Apostel, bitte für uns. Du wahrer Nachfolger Jesu, bitte für uns. Du Liebhaber der heiligen Armut, bitte für uns. Du Muster der Demut, bitte für uns. Du Vorbild der Geduld, bitte für uns. Du Lilie der Keuschheit, bitte für uns. Du Flamme der göttlichen Liebe, bitte für uns. Du Flamme der Liebe, bitte für uns. Du Gefäß der göttlichen Gnade, bitte für uns. Du Zeuge des Glaubens, bitte für uns. Du große Wundertäter, bitte für uns. Du Schlüssel der Hölle, bitte für uns. Du Säule der Kirche, bitte für uns. Bitte für uns. Die Zuflucht der Kirche, bitte für uns. Der Helfer der Notleidenden, bitte für uns. Mächtige Fürbitte, bitte für uns. Besonderer Patron in hoffnungslosen Anliegen, bitte für uns. Du liebreicher Helfer und Beschützer aller deiner Verehrer, bitte für uns. Jesus Christus, erbarme dich unser. Durch die Verdienste des heiligen Judas Thaddäus, wir bitten dich, erhöre uns. Durch seine Demut und Geduld, durch seine Predigten und Lehren, wir bitten dich, erhöre uns. Durch seine Wunderwerke, wir bitten dich, erhöre uns. Durch seinen glorreichen Martyrertod, wir bitten dich, erhöre uns. O du Lamm Gottes, dass du hinwegnimmst die Sünden der Welt, verschone uns, O Herr. O du Lamm Gottes,
Erhöre uns, o Herr. Dass du hinwegnimmst die Sünden der Welt, erhöre uns, o Herr. O du Lamm Gottes, dass du hinwegnimmst die Sünden der Welt. Erhöre uns, o Herr. Erbarme dich uns. Christus, höre uns. Christe, erhöre uns. Lasset uns beten. Deine Majestät, o allmächtiger, barmherziger Gott und Heiland, flehen wir demütig an, wie wir den heiligen Judas Thaddäus, deinen auserwählten Apostel und Blutsverwandten, mit inniger Andacht verehren. Dass wir durch deine herrlichen Verdienste und hilfreiche Fürbitte die Gnade deines göttlichen Segens empfangen mögen. Amen. Amen. Wie es der heiligen Gertrud geoffenbart worden, macht es den Heiligen große Freude, wenn wir an ihrer Stadt Gott loben und danken für ihre Gnaden und Vorzüge. Die heilige Gertrud sah im Himmel viele mit den Verdiensten des heiligen Bernhard geziert. Sie wunderte sich sehr, da doch diese Personen auf Erden nie solche Werke getan hatten. Aber es wurde ihr kundgetan, dass man der Verdienste der Heiligen teilhaftig werde, wenn man für sie Gott lobt und dankt für ihre Gnaden. Darum sollen die Verehrer des heiligen Judas Thaddäus die nachstehende Danksagungsandacht recht oft und mit Andacht verrichten. Der Heilige wird es ihnen reichlich lohnen. Lob und Danksagung. O süßester Herr Jesus Christus, in Vereinigung des unaussprechlich himmlischen Lobes, mit welchem die allerheiligste Dreifaltigkeit sich selber lobt und welches von ihr ausfließt, auf deine gebenedeite Menschheit, auf Maria, alle Engel und Heiligen, lobe, preise und benedeie ich dich und sage dir Dank für alle Gnaden und Vorzüge. So du deinen auserwählten Apostel und Blutsverwandten, Judas Thaddäus, verliehen hast. Ich bitte dich, du wollest mir um seine Verdienste willen deine Gnade verleihen und mir auf seine Fürbitte in allen Nöten zu Hilfe kommen. Besonders aber in der Todesstunde mich stärken und schützen gegen die Wut meiner Feinde. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib. Amen. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Novene zu Ehren von Jesus, dem wahren König. Erster Tag. Über die Verheißungen dieser Novene sagte Jesus: Ich verspreche euch, jedes Mal, wenn in dieser Novene Gebete verrichtet, werde ich 10 Sünder bekehren, 10 Seelen zum alleinig wahren Glauben bringen. 10 Seelen aus dem Fegefeuer erlösen, von denen viele Priesterseelen sind, und mein Strafgericht für eure Nation weniger schwer ausfallen lassen. Ich wünsche, dass diese Novene an den 9 Tagen vor dem festlichen Christkönigssonntag gehalten wird. Aber ich möchte Seelen dazu anspornen, diese Novene auch zu anderen Zeiten des Jahreskreises zu beten. Meine Verheißungen gelten auch dann. Diese Novene betet man täglich an 9 aufeinanderfolgenden Tagen wie folgt. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O Herr, unser Gott, du allein bist der allerheiligste König und Herrscher aller Nationen. Voller Vertrauen darauf, dass unser Gebet Erhörung findet, bitten wir dich, o Herr, unseren himmlischen König, um Barmherzigkeit, Frieden, Gerechtigkeit und um alle guten Dinge. Beschütze, o Herr, unser König, unsere Familien und unser Vaterland. Wir bitten dich, behüte uns, du Treueste. Beschütze uns vor unseren Feinden und vor deiner gerechten Strafe.
Vergib uns, o höchster König, unsere Sünden wider dich. Jesus, du bist ein König der Barmherzigkeit. Wir haben deine gerechte Strafe verdient. Hab Erbarmen mit uns, Herr, und verzeihe uns unsere Schuld. Wir vertrauen auf deine große Barmherzigkeit. O zutiefst ehrfurchtgebietender König, wir verneigen uns vor dir und bitten. Möge deine Königsherrschaft, dein Königreich auf dem Erdkreis anerkannt werden. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kindelieb. Uns allen deinen Segen gib. Amen.